Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Und ihr seht schon, ich habe die Flasche erhoben auf meinen kleinen Sohn Igor, den ich hier mit der Roberta zusammen fabriziert habe. Und guck mal, es gibt was Neues. Oh! Ich kann mich selbst ansehen. So sehe ich nämlich aus. Mit meinen Handschuhen und so. Ich kann in dieser anderen Perspektive spielen. Und es gibt noch was Neues, das zeige ich euch gleich. Hallo Igor, hallo Roberta. Ein wunderschöner Wintermorgen, der hier ist. Ich mache euch mal Feuer an. Oh, was war das? Entschuldigung. Das war, die Fackel war mit Benzin getränkt wahrscheinlich. Und warum wird hier am Brunnen eigentlich nicht gearbeitet? Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Es ist noch zu früh, ne? Wir haben Winter, Freunde. Es ist winterig. Und hier wird unsere erste Sitzecke hinkommen. Ah, wie geht's euch so, Leute? Alles in Ordnung? Wir haben ein Update. Und da werde ich jetzt mal eins machen, als allererstes. Als allererstes. Ich gehe mal hier ganz kurz in die Schmiede, die auch noch nicht an ist. Und werde mal auf Escape gehen. Und jetzt gibt es nämlich den Bereich Spieleinstellungen anpassen. Und hier kann ich jetzt das Gebäudelimit anpassen während des Spieles. Das ging vorher nicht. Und da werde ich jetzt was machen, was ganz wichtig ist. Vielleicht werden wir hier noch ein bisschen rumspielen, aber eigentlich möchte ich alles so lassen, wie es ist. Außer das schnelle Handwerken. Ihr könnt euch mal durchlesen, was da unten steht. Man kann alles dann mit einem Kreislauf herstellen. Das heißt, ich zeige euch das gleich mal. Ich mache das jetzt mal und wende das mal an mit C. Jetzt sollte das funktionieren. Und wenn ich jetzt hier auf P drücke, guck mal. Ist das nicht geil? Ja gut, dann kann ich hier durch meinen Ort rennen. Moin, und guck mal, ich habe sogar einen Rucksack auf dem Rücken. Ist das nicht geil? Und wenn du wieder auf P drückst, bist du wieder in der Ego-Perspektive, die mir persönlich etwas besser gefällt. Und die Leute gehen arbeiten. Was soll's? Ich glaube, es gibt jetzt auch Gebrechen und Krankheiten und sowas. Aber da viel später zu. Wir wollen mal gucken, wie sieht's überhaupt aus? Wir haben nur 27 Brennholz. Wir haben nur 27 Brennholz. Warum? Aber warum? Habe ich noch Brennholz dabei? Nee. Das ist ein bisschen wenig, ne? Was sagt denn unsere, was sagt denn unsere Verwaltung? Moment. Unsere Verwaltung sagt Holz. Wir haben 1200 noch was Holz und 300 brauchen wir am Tag. Kommen wir da über die, ja, da kommen wir locker über den Winter, aber dann ist auch alle, ne? Vielleicht sollten wir den Brennholzbedarf etwas hochschrauben. Fähigkeiten haben wir auch welche dazu gekriegt, und zwar beim Handwerken. Kochexperte, Nähexperte, Baumeister. Was ist, bringt uns ein Baumeister? 5% weniger Haltbarkeitsverlust bei Hämmern. Handwerkliches Können haben wir schon voll. Nähwissen, Kochwissen. Was ist das hier? Ausdauerverlust beim Bauen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber hier, ich mach mal Baumeister. Ja, ich mach mal Baumeister, dass der Hammer nicht so schnell kaputt geht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Warum haben wir so wenig Brennholz? Guck mal, 27. Das müssen wir echt im Auge behalten, nicht, dass uns die Leute erfrieren. Eimer haben wir ohne Ende, 11 Stück. Und die werden noch gerade befüllt. Säckchen haben wir auch genug. Was ist noch wichtig? Hier die Holzbecher. Die können wir dann mal verkaufen demnächst. Also vielleicht noch diesen Winter. Fackeln hatte ich ja gemacht, ne? Einfache Fackeln, ja genau. Hatte ich noch die Steinpfeile, hatte ich schon rausgelegt. Sehr gut, Fleisch haben wir auch dabei. Alles ist gut. Alles ist gut. Holzstämme haben wir, ja, haben wir genug. Werkzeuge, Werkzeuge. Das ist Kupferaxt. Leder. Oh, wir haben unglaublich viel Leder. Die Jäger machen viel Leder. Pelze haben wir auch ein paar. Roggenkorn, das ist klar, ist interessant. Stein haben wir 90, das ist ganz gut. Steinmesser haben wir nur 2. Okay, ich glaube, wir müssen mal die Steinmesserproduktion etwas hochschrauben. Das war ja Schmiede, ne? In der Schmiede machen sie, glaube ich, die Steinmesser. Moin! Das ist die Küche. Die Schmiede ist doch hier oben. Hier ist ja unser Dorfplatz irgendwann, ne? Moin! Wie sieht's denn aus?
Steinwaffen. Quatsch. Nee, ich bin falsch. Ich bin ja falsch. Wo ist das Schild? Da. Das ist Schild. Anschlagtafel, genau. Wann ist der nächste Anschlag? Steht da immer. Wir müssen Steinmesser noch ein bisschen höher setzen. Und ich glaube, die hier können wir beide auf 15 setzen. Die Steinäxte. Die Steinmesser müssen wir halt höher setzen. Auf 50%. Das heißt, er macht knapp 2 am Tag. Das müsste erstmal reichen. Wir können ja auch erstmal noch ein paar Steinmesser einfach machen. Hier liegt eh noch ein Stein rum. Ich habe die ganze Zeit hier die Kanne in der Hand, ne? Wundert euch nicht. Ich hole mal ein bisschen, wir wollen es ja auch ausprobieren, ne? Mit dem Handwerken. Dung haben wir noch einen. Dünger haben wir gar keinen mehr. Der war drüben in der Kiste, ne? Ich glaube, ich hätte den drüben in die Kiste gelegt. Was das Ganze natürlich ein bisschen unübersichtlich macht. Okay, alles klar. Hölzerne Filiolen haben wir 20 Stück. Die können wir eigentlich komplett verscheuern. Dann nehmen wir dann alle mit und verscheuern die. Was wir jetzt aber brauchen, ist hier Material. Wir brauchen einmal Stöcker. Haben wir überhaupt noch Stöcker? Stöcker, 25 Stück. Dann nehme ich mal 12. Und Steine nehme ich mal auch die Hälfte. Jetzt haben wir natürlich zu viel geladen, ist klar. Dann machen wir einfach nochmal ein paar Messer. Zack. Steinmesser. Eins habe ich jetzt gemacht. Das ist natürlich doof. Es dauert halt noch die gleiche Zeit. Aber wenn ich jetzt sage Q. Zack. Und dann drücke ich auf R. R. Also ich kann nur 2 machen oder was? Nein, ich hatte doch ganz viele Stöcker eingesammelt, oder? Hä? Nee, es waren wahrscheinlich nicht genug Stöcker. Pass auf, ich packe die 2 Steinmesser erstmal an. Das war wieder super vorgeführt, ne? Das Ganze. Wir haben ja Schaufeln. Das heißt, wir könnten doch eigentlich auch ein Grabung. Guck mal, die können zurück. Kompletto. Und die Stöcker. Ja, wir haben noch 2 Stöcker. Okay, wir brauchen wahrscheinlich 5 für ein Steinmesser. Da frage ich mich natürlich, warum braucht man so viel Stöcker für ein so ein kleines Messer? Ist doch nur der Griff, der aus Stein ist. Guck mal rüber aufs Feld, wie es da aussieht. Mit dem Dung ist echt ein Problem. Die sind hier am Arbeiten, ne? Guck mal, die sieht schon die Karottensamen aus. Das ist auch richtig. Hier ist aber auch nur der halbe Acker gedüngt. Und hier der große Acker, der ist schon wieder gepflügt. Okay, die sind hier ganz gut am Arbeiten. Ich muss mich aufwärmen, was? Na gut, ich gehe mal rein. Ich sollte mir auf jeden Fall die Fackel ins Inventar legen. Die brauchen wir nämlich. So warm angezogen sind wir nicht. Wir können natürlich jetzt in den Ort gehen. Einfache Fackel habe ich. Und zwar auf der... Habe ich noch keinen Platz zugewiesen, ne? Dann packe ich die einfach mal auf die 5. Dann kann der Sack wieder ins Inventar zurück. Die brauche ich nur ausrüsten. Genau, F Fackel. Schnell wieder aufwärmen. Okay, reicht. Ihr seid alle am Schaffen hier, ne? Das freut mich, das freut mich. Jetzt wollen wir nochmal zum Holzschuppen gucken. Ich brauche unbedingt eine Mütze, Freunde. Oh, Mann. Habe ich nicht meine warmen Klamotten an? Ich dachte, ich hätte die an. Ich dachte, ich hätte meine warmen Klamotten schon kompletto an. Naja. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist hier eigentlich los? Im Holzschuppen. Du bist am Arbeiten, ne? Das ist gut. Wo ist das Schild? Da. Ist immer woanders. Haha. Damit man es nicht gleich findet. Okay, Brennholz machen wir nur 10%. Holzstämme machen wir 50%. Da würde ich doch sagen, wir fahren die Holzstammproduktion so ein bisschen zurück und legen das bei den Brennholz drauf. Vielleicht reicht das schon. Bretter machen wir auch 15% und Stöcker machen wir 25%. Gut. Das sollte reichen. Warte mal, ich habe gerade gesehen. Ich gehe mal kurz hier in die Yachthütte. Du bist am Jagen, ne? Ich sehe schon. Oh, warte mal, wir haben noch eine Quest beim Schmied. Da müssen wir gleich mal hin. Okay, aber ehe das alles zu viel wird, Fackel aus.
immer schön sparsam sein mit der Fackel. Weil hier ist schön warm drin, ist ja klar. Jagd, das funktioniert ja alles, ne? Das funktioniert ja alles. Okay. Holz haben wir jetzt gemacht. Renne ich mal kurz rüber zum Schmied, was der will. Der braucht bestimmt irgendwas. Du bist doch der Schmied, ne? Ja, aber... Moment mal. Das ist nicht der Schmied. Ach so, das ist, heißt, ist nur das Symbol für Herstellung. Das wird wahrscheinlich die Bastelbutze sein. In der Bastelbutze stimmt was nicht. Meiner Frau geht's gut. Die ist mit ihrem Kind natürlich, also mit unserem Kind, drin. Soligost, was ist los? Kann ich dir etwas helfen? Hör zu, ich brauche einige Handwerksmaterialien. Wirst du sie mir besorgen? Gib mir die Liste. Was will er denn, der Soligost? Was will er denn? Tagebuch. Unigost-Geschichte, Herausforderung. Okay. Hier haben wir auch noch was, ne? Warte mal. Beginne eine Gemeinde. Habe Einwohner. Siedlung, was brauchen wir noch? 15 Gebäude. Wir müssen noch ein Gebäude errichten. Nebenquest. Nebenquest. Ah, da. Handwerker. 10 Steine braucht er. Die sammeln wir schnell. Das ist kein Problem. Das im Winter ist jetzt ja ganz easy. Habe ich doch gesagt, er braucht Steine. Habe ich doch gesagt, er braucht Steine, Herr Soligost. Was machen wir? Wir müssen noch ein Gebäude errichten. Und da dachte ich vielleicht den Grabungsschuppen. Ja, mir ist kalt. Wie viel haben wir? So, wir müssen einen Grabungsschuppen errichten, damit wir da weiterkommen. So, überhaupt kein Problem. 10 Steine sollten das gewesen sein. Hier soll die alte Granate. Ich habe, was du brauchst. Bitteschön. Das waren eben zwei, ne? Das waren eben zwei Dinge auf einmal. Dann gucken wir doch mal. Haben wir den Grabungsschuppen schon? Das ist ja Gewinnung wahrscheinlich, ne? Lagergewinnung. Grabungsschuppen. Oh ne, da brauchen wir noch ein bisschen was für. Holzschuppen 2. Warte mal, wir könnten aus dem Holzschuppen, könnten wir einen Holzschuppen 2 machen, habe ich ja auch noch nicht genug Technologie. Wir könnten eine Kräuterhütte machen. Okay. Was können wir noch machen? Jagdhütte 2 haben wir noch nicht genug. Okay. Tierhaltung. Da würde ich ja gerne hier die Schweinemast machen. Da fehlen uns aber noch 10 Punkte. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. 10 Punkte. Für die Schweinemast. Produktion. Was ist denn mit der Näherei? Die Küche haben wir. Wir könnten eine Näherei bauen. Wir könnten eine Näherei bauen. Wir haben ja hier die Werkstatt. Wir haben die Schmiede, aber die Näherei. Wir könnten eine Näherei bauen, aber dafür brauchen wir erstmal 8 Holzstämme. Okay, wir bauen eine Näherei, Freunde. Da können wir nämlich das ganze Leder, was wir eh so viel haben, können wir dann nämlich vernähen. Wie sieht's aus mit den, mit dem Brennholz? Das ist das Allerwichtigste. Wir haben nur noch 8 Brennholz. Wir haben nur noch 8 Brennholz. Das könnte kalt werden diesen Winter. Okay, pass auf, ich mache mal 8 Stämme. Ich nehme erstmal 20 Stämme. So, du trägst zu viel. Ja, ich trage viel zu viel. Was habe ich denn hier noch, was ich ablegen kann? Das kann ich mal... nee, Quatsch, will ich nicht ablegen. Die Steine. Die Steine können weg. Die Steine können weg. Bestätigen. So, jetzt trage ich immer noch zu viel. Ich kann aber noch laufen. Gerade so. Wo machen wir denn die Näherei hin, bitte? Schnell die Fackel anzünden, dass wir hier nicht frieren. Könnten die natürlich hier direkt neben die Küche machen, ne? Aber ich möchte auch den Blick hier ein bisschen frei haben.
Wir könnten die Näherei allerdings auch hier oben hin machen. Weil hier soll ja der große Marktplatz hin. Dann könnte hier die Näherei hin. Wenn ich jetzt sage, Näherei. Die Näherei. Nee, das war ja Gewinnung, nicht Landwirtschaft, Tierhaltung, Produktion. Die Küche. Die Näherei. Ja, die soll allerdings nicht so hin. Die will ich ja drehen, ne? Wie kann ich die drehen? Wie kann ich die drehen? Platzieren. Drehen mit E. Ah ja, okay. Komm, wenn ich die hier so hinstelle. Wenn ich die hier so hinstelle. Ich glaube, so geht es sogar besser, ne? Kann sogar noch ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. So. Oder, ja, nee, so, ne? Hier ziemlich direkt dran. Ich will den Weg auch nicht zu eng machen. Dass wir hier die Näherei platzieren. Na, dann kann man hier so zwischendurch gehen. Das gefällt mir ganz gut. Da haben wir hier die Schmiede und hier die Näherei. Und hier der Dorfplatz. Ist doch wunderbar. Sehr schön. Meine Fackel ist bald abgebrannt, bestimmt, ne? Man kann hier der, das Ding kann hier auch stehen bleiben. Theoretisch, erstmal. Wäre zwar besser für eine Bognerei, ne? So. Der Hammer, wo ist der Hammer? Der Hammer, auf der 3? Auf der 4? Ich muss gucken. Ich muss gucken, wo ich den Hammer habe, auf der 2, weil ich bin ein Baumeister. So, Baumaterial wählen. Ah ne, was brauchen wir da? 8 Stock. Wir haben mal keine Stöcker. Ah, die müssen wir sammeln. Wir haben eh Stocknot. Wir haben eh Stocknot. Aber richtig Stocknot. Da müssen wir die sammeln. Da können wir jetzt nicht aus dem Lager nehmen. Wir hatten noch so wenig Stöcker. Weil wenn ich die jetzt aus dem Lager nehme, dann sammle ich meinen Leuten ja die Sachen weg, ne? Das können wir nicht machen. Aber im Winter findet man die Stöcker ganz gut. Guck mal, hier liegt alles voll Stöcker. Die können wir einfach aufsammeln. Die brauchen wir nicht aus dem Lager nehmen. Mit dem Brennholz, das macht mir natürlich schon ein bisschen Sorgen, ne, Freunde. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich muss auch was trinken. Sehe ich gerade. Und was essen wäre auch nicht schlecht. Ja, Freunde, so ist das, ne? Man denkt, man ist safe. Oh, jetzt im Winter aus dem Bach trinken ist natürlich hardcore, ne? Da muss, ja, das ist klar, dass mir da sofort kalt wird. Ist klar. Da braucht man sich nicht wundern. Okay, dann müssen wir vielleicht sogar noch Holzstämme. Aus Holzstämmen dann Brennholz machen, ne? Okay, wir bauen eine Näherei. War jetzt nicht mein primäres Ziel, eine Näherei zu bauen. Aber die ist gar nicht schlecht, weil da können wir tatsächlich das ganze Leder und die Wolle, den Pelz verballern. Wir können ja auch noch jagen, theoretisch, weil wir haben jetzt ja Eisenpfeile. Ab. Neuer Level, überleben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da sollten wir vielleicht Kälteunempfindlichkeit noch um einen steigern, oder? Jetzt im Winter? Gar nicht so schlecht. Können wir gleich mal machen. Fähigkeiten. Oh, guck mal. Diplomatie haben wir auch. Überlebenssinn. Starke Leber, trinkfest. Da war doch irgendwo auch. Überlebenssinn. Sollten wir. Ne, der ist ja schon noch voll. Überlebenskenntnis. Unempfindlich. Das machen wir. Das steigen wir auf 3. Tatsächlich. Jetzt sind wir voll die harte Sau. Jetzt macht uns die Kälte nichts mehr aus, Freunde. Das sage ich euch. Ich kann die Fackel jetzt ausmachen. Ich bin jetzt wie Wladimir Klitschko sozusagen. Ich bin frostsicher. Oh, ja. Okay, jetzt haben wir ganz schön Stöcker gesammelt. Hier sind überall Spuren, ne? Sieht so aus. Aber es sind wahrscheinlich einfach nur Blätter, die leicht übergeschneit sind. Ey, hier liegen 4 Äste auf einem Fleck. So, das sollte jetzt reichen, um diese blöden die Näherei fertig zu basteln, oder?
Guck mal, wir haben 61 Stöcke und wir haben noch einen Stamm. Na super. Wo sind all die Stämme hin? Wo sind sie geblieben, ne? Ne, wir haben noch 9 Stämme. Sehr gut. Und wenn das Brennholz alle ist, dann frieren die sich alle in Ast, ne? Aber da werden wir gegenarbeiten. Da werden wir einfach mal uns Stämme nehmen und daraus Brennholz machen. Das machen wir. Oh, guck mal, gleich komplett fertig. Und wir haben ja sogar... Wir haben ja sogar mehr Ausdauer beim Basteln. Strohdach, okay. Aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Jetzt gehen wir erstmal ins Lager. Müssen wir eh, um Stroh zu holen. Ja, die sind alle in Gang, ne? Die sind alle in Gang. Truhe öffnen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben überhaupt kein Brennholz mehr, ne? Wir haben überhaupt kein Brennholz mehr. Wir haben aber noch Holzstämme ohne Ende. So, dann nehmen wir jetzt mal 17 raus. Bin ich komplett überladen. Das macht aber nichts. Und jetzt mache ich... nee, das geht nicht. So kann ich nicht laufen. Arg! Da muss ich ein paar von zurücklegen. Also so viele Stämme kann kein Mensch tragen. 25 Stämme? Nee, das geht nicht. Da packen wir mal 9 von zurück. So, jetzt kann ich gerade noch so laufen. Es bin total überladen. Was bedeutet eigentlich dieses kleine Hammer-Symbol? Ist das Bauwut oder sowas? Wir müssen jetzt für Holz sorgen. Ey, und zu erfrieren hier die Leute. Ohne Ende. Das heißt, wir gehen jetzt hoch zur Jagdhütte. Und machen komplett aus den Stämmen. Oh, warum ist sie so weit? Warum ist hier die, die Werkstatt so weit? Die Holzwerkstatt. Ich komme angerannt. Ich habe natürlich auch die ganzen Stöcker noch im Inventar, ne? Mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn er so... Oh, hier. Moin. Lass mich mal hier mal... Friend. Mach's gut. Lass mich hier mal arbeiten. Danke. Ich muss mal Brennholz machen. Oh, da habe ich wieder eingemacht, ey. Mann. So, auf R. Auf R. 15 Brennholz, das ist auch nicht die Welt, ne? Wir brauchen unbedingt mehr Brennholz. Wir gucken auch gleich mal, das müsste jetzt ja extrem wenig sein. Oder haben das die Leute schon eingelagert? Wenn ich jetzt gucke bei Verwaltung. Guck mal, Brennholz, das geht rapide runter. Bedarf 300. Puh, das gibt's doch gar nicht. Dann haben die das schon eingelagert, die Menschen. Jetzt kann ich wieder nur so langsam gehen. Ich kann natürlich so schräg gehen, dann bin ich etwas schneller. So, ne? Der Moonwalk. Aber merkt er was? Ich habe ganz lange schon die Fackel nicht mehr an und ich friere nicht mehr. Wir haben das Frieren überwunden. Wir haben das Frieren überwunden. Ich hoffe, meinem Sohn geht's auch gut und meiner Frau. Gucken wir gleich mal, ganz kurz. So, okay, pass auf. Öffnen, Brennholz hier rein. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ah, muss ja unter B sein, ne? Wie Brennholz, das erste. So, 64 Brennholz, zack. 68. Ah, ist immer Rante Kante, ne? Jetzt brauchen wir noch Stroh. Warte mal, Stöcker brauchen wir noch nicht mehr, oder? Brauchen wir die noch? Stroh. Wo ist das ganze Stroh geblieben? Hä? Stroh ist ja ganz unten, ne? Ziemlich weit unten. Stroh. Ja, wir haben Stroh ohne Ende. Nehme ich mal, keine Ahnung, wie viel brauche ich da? 25? Stroh mit. Ja, es läuft, ne? So halbwegs hier in unserem Ort. Die Näherei. Riet. Ich brauche da auch einen Holzstamm für, oder was? Arg. Pass auf, wir machen einmal das ganze Stroh drauf und dann holen wir Holzstämme. So ist der Plan. Wir brauchen dann 4 Holzstämme wahrscheinlich. Nicht genügend Rohstoffe, ja, ist klar. Stroh geht sich ganz gut aus, ne? Oder auch nicht. Wir brauchen jetzt 4 Holzstämme und noch wie viel mal Stroh? 8 mal Stroh. B
Bist du bekloppt? Wie viel Stroh da auf so ein Dach passt, ne? Mann. Also, Holzstämme. Holzstamm. 8 mal. 8 mal Holzstamm. Na komm schon, ich kann das auch mit den Pfeiltasten machen. So, 8 mal. 4 mal. Marsa. 4 mal Holzstamm. Und 8 mal Stroh, hatte ich gesagt, ne? Stroh ich ganz unten. 8 mal, 5 mal, 6, 12 mal, 11 mal. 8 mal. So, nicht zu viel mitschleppen. Bloß nicht zu viel mitschleppen. Ja, die Kälte macht mir gar nichts aus. Ich bin da ziemlich harter Hund. Oh ne, da vorne ist noch ein kleines Dach, ne? Ich hoffe, das geht damit in eins. Holzstamm. Aber ich sehe schon, da vorne ist noch so ein kleines Frisseldach. Hier, ich habe doch ausdauernder Baumeister. Oh, wir brauchen nochmal einen Holzstamm und 8 mal Stroh. Okay. Was für eine Hetze. Und wie spät haben wir es? Wir haben es jetzt gerade mal. Achso, ich muss jetzt die Map gucken. 16 Uhr. Naja, gut. Schaffen wir das dann noch in den Ort zu gehen? Hier mit der ganzen Bauerei? Bretter. Und unser Brennholz ist jetzt wieder auf 64. Ja, hatten wir ja gemacht, ne? Hatten wir gemacht. Ich dachte nur, das wäre weniger, was wir gemacht haben. Aber es war ja eine ganze Menge. Holzstamm, einmal, ne? Ein Holzstamm. Und 8 mal Stroh. 8 mal Stroh. Kein Mensch muss so viel Stroh. 6, 9. Ein zurück. Das sind 8. Bestätigen. So, jetzt sollten wir aber... Das sollte aber reichen jetzt. Freunde. Ich hatte da vorne dieses kleine Vordach. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ganz ehrlich. Zack, Holzstamm rein. Fertig. Groß und wild. Bogen. Wir müssen einen Elch jagen, einen Wiesent und einen Bären. Seid ihr wahnsinnig? Einen Bären jagen? Ich meine, ich habe Eisenpfeile. Oh. Okay. Unser Plan ist jetzt. Wir gucken jetzt ganz kurz nochmal. Wir haben ja noch Fähigkeiten. Wir haben hier noch Fähigkeiten. Bei Überlebenssinn haben wir auch noch welche. Einen haben wir hier noch. Überlebenskenntnisse haben wir auf 2. 10% mehr Erfahrung. Stark wie eine Eiche. 10% mehr Gesundheit. Ein Fels in der Brandung. 10% mehr, weniger Schaden erleiden. 20% weniger... Okay... Athlet. Trinkfest. Stark wie eine Eiche. Naja, das... Starke Leber. Unempfindlich haben wir schon. Das haben wir letztes Mal gemacht. Ja, aber... Athlet. Ja, das ist eine Frage. Trinkfest. Wasserläufer. Athlet. Fels in der Brandung. Ja, ich würde mal sagen Athlet, ne? Athlet Stufe 1. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, wenn wir Überlebenskenntnis erstmal auf 3 gemacht hätten. Diplomatie. Romeo können wir eigentlich komplett vernachlässigen jetzt. Diplomatiekenntnis sollten wir machen. Diplomat. 20% mehr. Das ist wichtig, hat der Faxe geschrieben. Empathie. Bei Unterhaltung. Zäher Verhandlungspartner. Ich würde fast sogar sagen, zäher Verhandlungspartner. Damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen.
wenn wir Sachen verkaufen. Gerade jetzt am Anfang, also eigentlich... Oh, wir haben noch einen. Guter Gastgeber. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hand des Königs. Okay. Und dann machen wir das noch, damit wir einfach mehr Punkte mit Diplomatie kriegen. Dass wir da schneller aufsteigen, ne? So machen wir es. So, dann würde ich nämlich jetzt sagen, machen wir noch eine kleine Verkaufstour. Dafür packen wir erstmal. Ich glaube, die Fackeln hier können wir wegpacken. Wir frieren nicht mehr. Wir frieren nicht mehr. Ich behalte halt eine. Ich behalte halt eine. Ja, dachte der Mann. Doch eine haben wir. Eine einfache Fackel. Damit wir es anzünden können und so. Steinmesser. Die können hier rein. Hatte ich die nicht reingelegt? Ich dachte, ich hätte die reingelegt. Stroh kann hier weg. Die 33 Stöcker können hier rein. Der Trinkschlauch, den behalten wir, hatten wir gesagt. Das Fleisch essen wir gleich. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht jetzt, ne? Bräuchte Eisenpfeile habe ich. Ausgerüstet auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich jetzt los und verkaufen mal die Eimer nicht. Die füllt er ja gerade. Da hat er was zu tun. Wir verkaufen hier mal die ollen Holzbecher. Und wir verkaufen die hölzernen Filiolen. Ey, 50 Stück hat die jetzt gemacht, die Tante. Ja. 50, hier. Suligos, 50 Filiolen hast du gebastelt. Ist ja total geil. Ich muss noch was essen. Was essen? Gebratenes Fleisch. So, schön wegsnacken. Apropos Essen, wir gucken nochmal ins Lager. Und dann gehen wir aber los in den Ort und verscheuern unsere Waren. Guck mal, Wasser haben wir jetzt genug. Fleisch haben wir auch Masse. Gebratenes Fleisch haben wir auch Masse. Jetzt will ich nochmal eins gucken. Und zwar bei der Verwaltung ist ja alles IO, ne? Oh nee, guck mal, Produktion. Die Näherei, die hat natürlich noch keinen zugewiesen. Und die Landwirtschaft, ja, die ist das normal. Die hat immer irgendwelche Mangelerscheinungen. Aber hier bei der Produktion haben wir natürlich in der Näherei keinen, der da arbeitet. Und Häuser, was ist denn da los? Das ist unser Haus, ne? Ich glaube, das ist unser Haus. Sind alle voll besetzt. Da sind drei jetzt drin, das ist mein Sohn. Der wird da schon mit gelistet. Das heißt, wir können niemanden einstellen, weil wir kein Haus haben. Wir können niemanden für die Näherei einstellen. Das heißt, entweder wir bauen hier noch direkt ein Haus neben die Näherei. Aber ich möchte die Wohnhäuser möchte ich eigentlich hier so am Weg. Der Weg ist schon ganz gut eingegrenzt, ne? Vielleicht können wir hier noch ein Haus hinter die Näherei bauen. Ich will. Ja, das ergibt allen Sinn. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt schnell nochmal los in den Ort und verkaufen ein paar Sachen. Oder? Ergibt das Sinn oder soll ich erst das Haus noch bauen? Dass wir Näheren einstellen können. Ich verkaufe ein paar Sachen. Ich verkaufe ein paar Sachen. Tag neigt sich, vor allen Dingen. Neigt sich eh dem Ende. Es ist aber noch nicht so kalt, dass das Wasser gefriert, ne? Oh, ich bin so ein harter Hund. Mir macht die Kälte halt mal überhaupt nichts aus, ne? Wetter ist auch okay. Rennen wir mal schnell rüber in den Ort. Und dann gucken wir mal. Näherei wäre ja Herstellung, müssten wir da jemanden haben, der in Herstellung gut ist. Wenn ich die dann erstmal hole und die aber kein Haus hat, ist die bestimmt unzufrieden, ne? Das heißt, wir müssen erst ein Haus bauen. Und dann können wir sagen, wir holen die da zu uns. Ich könnte natürlich unseren Wassermann erstmal in der Näherei beschäftigen. Aber ich weiß nicht. So, wo verkaufen wir denn mal? Gibt es hier irgendwelche Aufträge übrigens in... Ja, zwei Stück. Drei Quests gibt es hier, bist du verrückt. Moin! Ich bin's. Der König vom Nachbarort. Wir müssen ja Geld haben, um dann hinterher... Händler ist egal, habt ihr gesagt, ne? Ihr habt, glaube ich, geschrieben, Händler geben alle das Gleiche, egal. Außer sie haben zu wenig Geld. Okay,
Zeig mir mal deine Waren, bitte. Ja, 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 glaube ich dir. Ich habe hier was für dich. Und zwar habe ich hier unglaubliche Holzbecher, 25 Stück. Da gibst du mir mal die 60 Ocken für, dankeschön. Und dann habe ich hölzerne Filiolen hier, 50 Stück. Das sind 90, ja, so viel gibt es auch nicht mehr. Aber es braucht, glaube ich, weniger Material, ne? Wir haben jetzt 800, schon wieder 894 Dukaten. Mach's gut. Hat die irgendwas Cooles? Nee, wahrscheinlich nicht. Goodbye. Das ist diese Händlerin, die so ganz tolle Sachen hat, ne? Oh, a newcomer. Pleasure to meet you. Nee, es ist die gar nicht. Ich dachte, das wäre die. Wen haben wir denn hier so rumhocken? Lasota. Was kannst du denn? Gewinnung ist der ganz gut. Erika. Warte mal. Die ist in Gewinnung gut, in Herstellung so mittelmäßig und in Diplomatie ist die noch ganz gut. Ihr habt da Feuer gemacht, ne? Fein. Sowas haben meine Leute überhaupt nicht. Bernadetta, hallo. Ja. Tut mir leid, Bernadetta. Ich habe leider keine Rose für dich. Nee, Leute. Da müssen wir noch in einen anderen Ort gehen. Sieht die Oma das? Ich kann kein Brennholz klauen. Was macht denn das mit unserem Ruf, bitte? Wenn wir hier im Ort Brennholz klauen. Also ganz ehrlich, Freunde. Nein. Okay, also wie ist der Plan für morgen? Wir werden auf jeden Fall noch ein Wohnhaus bauen müssen. Wir werden dann in den hier nach Borovo gehen. Und werden dort nochmal gucken, ob wir da wen anhören können. Für unsere Näherei. Am besten eine flotte Näherin. Oder so. Oder einen flotten Näher. Schneiderlein. Ein tapferes Schneiderlein wäre nicht schlecht. Ja. So ist der Plan. Für morgen. Jetzt kann ich alles her. Jetzt könnte ich eigentlich mal das Fleisch durchbraten, ne? Einfach mal so zur Probe. Einfach mal Fleisch durchbraten. Zur Probe. Das machen wir jetzt mal. Weil das müsste jetzt ja super schnell gehen. Ich mach das mal. Weil was mich auch interessiert. Guck mal, wir haben hier zum Beispiel diese. Die sind schon ein bisschen abgewrackt hier, ne? Das ganze Fleisch, das nehme ich jetzt mal mit. So, jetzt kann ich kaum noch gehen, aber ich kann noch gehen. Jetzt gehe ich mal hier in die Küche, weil hier ist der Herd noch an. Und jetzt sage ich mal R. Und ich brate jetzt mal diese 184 Fleisch durch. Das müsste jetzt mit einem einzigen Durchlauf gehen. Ein Durchlauferhitzer sozusagen. Zing, 184 Fleisch gebraten. Das ist doch geil. Da sparen wir so viel Zeit. Die wir einfach nur vorm Feuer stehen. Okay, pass auf, die packe ich aber komplett rüber, ne? Wie sieht's sonst mit Essen aus? Also Wasser ist genug da. Ey, gebratenes Fleisch haben die auch ohne Ende. Da können wir eigentlich was von verkaufen, ne? Und wisst ihr, was ich mir jetzt gönne? Nee, mach ich morgen. Der Fisch, ne? Der Fisch, der muss auch weg. Ja, wieder ein Tag vorbei. Wie schon gesagt, hier muss eine kleine Sitzecke oder sowas hin. Wir brauchen sowieso Fackeln im Dorf. Der Dorfplatz hier muss so ein bisschen entstehen. Momentan treffen sich die Leute nur noch auf der Straße und holen sich einen Tod, ne? Die holen sich echt einen Tod. Jetzt gucke ich nochmal nach meiner Fru. Die wird wahrscheinlich in ihrer Hütte stehen. Und einen Blick werfen wir noch ganz kurz auf die Brennholzgeschichte. Weil das ist mir jetzt echt. Ich habe keinen Bock, dass meine Leute erfrieren. Brennholz. Guck mal. Es geht schon wieder straff runter. Bretter haben wir eigentlich genug, ne? Da können wir eigentlich das Hausdach damit decken. Das machen wir auch. Holzschalen haben wir auch ohne Ende. Und Filionen und so. Und in der Näherei, das kann ich euch ganz kurz noch zeigen. Ich
Ich bin ja so motiviert. Wir haben auch schon wieder 40 Minuten rum, ne? Hier in der Näherei können wir jetzt zum Beispiel Schuhe machen. Wir können Schuhe machen. Und die müssen wir natürlich freischalten, ne? Das Schema können wir kaufen. Für die Schuhe. Pelzschuhe. Das kostet 300, das Schema. Edle Schuhe können wir wahrscheinlich noch nicht machen. Nicht genug Technologie. Aber wir könnten einfache Schuhe machen. Das würde uns 200 kosten. Okay, da gucken wir mal. Vielleicht machen wir erstmal selber das Schneiderlein. Das bleibt ja uns überlassen. Jetzt gucke ich aber nach meiner Frau. Meine Frau, die Ilsebill, da an der Haustür vorbeigerannt. Mensch, mach dir doch Feuer an mit dem Baby. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Frau, wie geht's uns? Warte mal, Vorsicht. Ich drehe mich mal um. Oh. Ach ja, hier, der Igor. Wie geht's Igor? Gut? Roberta, alles in Ordnung? Das ist schön. Ja, Leute. Roberta geht's gut. Meinem Olaf geht's auch anscheinend gut. Bewegt sich nicht wirklich. Uns geht's gut. Wir können ja demnächst wahrscheinlich dann diesen Holzschuppen da freischalten. Warte mal, da wollte ich mir ganz kurz noch was gucken. Gebäude, ich sag mal, warte mal. Ihr habt ja gar keine andere Wahl. Doch, ihr könnt abschalten. Ne? Das könnt ihr machen. Jagd, Landwirtschaft. Ach nee, das ist gar nicht Landwirtschaft. Ah, Viehhaltung. Einen Hühnerstall könnten wir halt bauen. Wir könnten halt einen Hühnerstall bauen. Und den Schweinestall können wir auch bald bauen. Guck mal, da sind wir jetzt schon mal. Da haben wir schon fast. Da können wir noch warten. Da können wir noch warten, dass wir das bauen können. Ich sage jetzt, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal sagen Roberta und ich hier aus unserer Hütte und im Winter. Und ich lege mich jetzt ins Bett mit Hammer und Sichel. Und wir schlafen mal bis zum nächsten Tag.